Fabio Lustenberger, ein Punkt im Old Trafford ist eigentlich nicht eine schlechte Ausbeute. Gleich längt es nicht. Wie geht's dir? Ja, es ist ja vorher schon klar gewesen, wie die Ausgangslage ist, dass es viel muss zusammenspielen muss. Jetzt ist das Spiel Atalanta noch verschoben worden, wegen Schnee, glaube ich. Die haben nicht gespielt, die spielen morgen. Also, wenn natürlich mit einem Sieg hätten wir ja, sage ich mal, morgen noch das Spiel schauen und mitzittern und mithoffen. Jetzt ist es leider vorbei, aber ich glaube trotzdem, dass wir heute und auch die ganze Champions League-Kampagne uns sehr, sehr gut verkauft haben und wir trotzdem mit breiter Brust wieder zurück auf Bern können, weil wir dagegen gehabt haben, in vielen Spielen auch gut dabei gewesen sind. Uns vielleicht zu wenig belohnt haben mit der Chancenauswertung, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir zufrieden sein. Weißt du, 1-1 im Old Trafford, es reicht aber leider nicht, für weiterzukommen. Gleich ist es eigentlich keine schlechte Leistung. Wie hast du das Match gesehen heute? Ja, ich glaube, Manchester hat das Spiel gut gestartet. Sie haben in Phasen zwischen den Linien die Spieler gefunden und das hat uns schon wehgetan. Und sie haben durch diese Chance früh das 1-0 geschossen. Und dann wir sind im Spiel dran geblieben und dann wir sind immer besser im Spiel gekommen. Und dann wir haben mit diesem Tor von Fabio Reda, also wir könnten wieder im Spiel sein. Und dann, ich glaube, im Zeit werden wir viel, viel besser als Manchester. Wir haben uns viele Chancen kreiert und wenig zugelassen. Und dann am Ende hätten wir wirklich noch das 2-1 machen können, die uns noch Chancen gegeben hätten für das Weiterkommen in Europa League. Leider hat es nicht gereicht, aber wir können, ich glaube, stolz auf diese Leistung sein, hier in Old Trafford so zu spielen. Ich glaube, höchstens können wir uns die Chancenverwertung vorwerfen. Obwohl man muss auch sagen, dass Sigi 2-3 Mal sehr gut pariert hat. Darum haben wir den Punkt uns da sicher verdient. Schade, nicht 3. Ein bisschen gemischtes Gefühl. Natürlich bin ich überglücklich über mein Goal und auch noch in diesem Stadion gegen so ein Team. Aber am Schluss zählt das Team. Und es war wirklich schade, dass wir nicht mehr rausholen konnten in diesem Spiel. Aber ich glaube, es war ein bisschen sinnbildlich für alle Spiele, außer vielleicht beim ersten. Wir hätten wirklich in jedem Spiel eigentlich mehr rausholen können. Aber ja, am Schluss ist das Lehrgeld, das wir zahlen. Und ich glaube, in der nächsten Kampagne, oder besser gesagt, jeder Spieler hat es immer weitergebracht. Dann kommen wir noch zu deinem Goal. Was für eine Kiste mit rechts. Sensationell. Wie hast du erlebt? Also Augen zu und drauf oder Reishofen? Ja, also, ich glaube, mein Rechtsfuß ist nicht gerade die grösste Stärke von mir. Schiessen kann ich zwar, aber dass er wirklich so reingeht, war nicht zu erwarten. Ich glaube, vielleicht eines von 10 Mal geht er so rein, aber am Schluss nehme ich es. Und ich glaube, ich bin voll überzeugt gegangen in die Aktion. Und das hat sich dann ausgezahlt. Heute für dich ist speziell, du bist ein weniger zentral, dafür also auf der linken Seite aussen gewesen, also eine andere Position noch. Ja, ich glaube, der Trainer hat mich dort aufgestellt, hat mir auch gezeigt, was seine Idee war, dass ich dort spiele. Ich glaube, ich konnte das auch gut umsetzen. Klar sind meine Stärken nicht dort auf der Flügelposition, aber ich glaube, gut können interpretieren auf meine Stärken. Und es war ein guter Match gewesen. Also alles im Allem für dich als junger Spieler, viele Erfahrungen, die du hier mitnehmen kannst, viel, was du lernen kannst. Ja, das sowieso, aber ich glaube, das ist für jeden so. Und mit 19 in die Champions League zu spielen, ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, immer mein Bestes probiert zu geben. Und ich glaube, auch gut rausgekommen. Und ja, wie gesagt, es geht nicht weiter zu arbeiten. Die Cleverness, die Coolness, die ein bisschen abzockt zu werden. Und dann holen wir nächstes Mal in dieser Kampagne auch vielleicht ein bisschen mehr raus. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, ihr habt 4 Punkte gegen United geholt, insgesamt sind es 5. Es reicht leider gleich nicht, aber eigentlich muss man sagen, ist es eigentlich ein gutes Resultat. In dieser Gruppe, mit diesen Gegnern, ja, also man kann eigentlich wirklich einiges mitnehmen. Ja, ich glaube schon, dass es eine gute Kampagne war in einer starken Gruppe. Logischerweise waren die Favoritenrollen immer beim Gegner gewesen. Und wir haben uns das Möglichste probiert und sind auch teilweise über uns rausgewachsen. Sehr schade, dass wir vielleicht mit noch mehr Glück und noch mehr Konsequenz vielleicht noch ein paar Punkte mehr haben könnten. Und dann würde es vielleicht für etwas langen. Aber es ist jetzt vorbei und wir haben uns das Bestmögliche gegeben. Was überwiegt jetzt nach dem Match, ist die Enttäuschung, weil man hierher gekommen zum Gewinnen, damit man sich die Chancen noch offen halten kann für ein europäisches Überwintern. Was man nicht geschafft hat, oder kann man jetzt schon sagen, ja, schlussendlich wir haben 5 Punkte geholt in dieser Gruppe, in der Champions League. Das ist eigentlich eine sehr respektable Leistung. Ja, also erst enttäuscht, weil sie sind alle ehrgeizig.
Wir haben immer gesagt, wir sind in dieser Gruppe von Champions League, wir wollen etwas erreichen, wir wollen weiterkommen. Und das haben wir leider nicht geschafft, trotz guten Leistungen. Und heute wieder, ich glaube, es hätte wir hätten wirklich gewinnen können. Aber ja, am Ende, jetzt, wir sind nicht mehr in Champions League und, oder auch Europa League. Aber wir können stolz auf unsere Leistungen sein. Wir haben gute Spiele gemacht, wir haben schon 5 Punkte gemacht und ich hoffe, dass wir das nächste Mal mehr Punkte bringen können. Ja. Wie weh tut es vielleicht auch dir als Spieler, dass heute keine Unterstützung aus der Schweiz, aus Bern herkommen konnte, dass der Gästensektor mit Manchester United-Fans aufgefüllt wurde? Es ist schon auch sehr schade, so ein grosses Match in so einem schönen Stadion. Und gut, wenn man weiss, das letzte Mal waren 3000 Fans von IB hier und hat die Mannschaft noch richtig pushen, heute leider nicht. Ja, genau, wie du sagst. Also es tut mir sehr leid für die Fans, für uns natürlich, dass wir nicht auf diese Unterstützung zählen. Aber es tut mir auch sehr leid für die Fans, weil die sind einfach unglaublich. Sie pushen uns bei jedem Spiel, sie kommen überall in Europa. Und jetzt wir sind in Old Trafford und sie können nicht kommen. Und das. Aber ich weiß, dass sie waren hinter dem Fernsehen und sie haben uns Energie gebracht, auch wenn sie dabei nicht sein könnten. Und ich hoffe, dass das nächste Mal, dass wir in einem so großen Stadion da, sie werden dabei sein. Für dich persönlich auch gleich ein sehr spezielles Match, ein grosses Highlight. Champions League, du hast nach langer Verletzung hart auf Herz geschafft, dass es reicht. Du hast heute noch den Einsatz gehabt, hier in der Champions League auf dem Platz zu stehen. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, dass es das Ziel von mir ist, noch einmal in der Champions League zu spielen. Ich habe gegen Atalanta schon dabei sein, das erste Mal. Ich habe in der Super League auch schon meine ersten Minuten machen. Und jetzt in der Champions League ist natürlich grandios. Dann noch in so einem Stadion, in so einem geschichtsträchtigen Stadion, gegen eine Top-Mannschaft, eine der grössten Mannschaften von Europa. Das ist natürlich sehr, sehr schön, das freut mich sehr. Und macht mich auch stolz, dass ich das jetzt auch sagen mal abhökeln auf meiner To-Do-Liste. Und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht, ja, nächstes Jahr uns noch qualifizieren, dass ein oder andere Spieler noch dazukommt. Aber ja, ich persönlich freue mich natürlich über den Einsatz heute, klar. Du hast vorhin schon ein bisschen angetönt. Man scheidet jetzt aus, aber man hat 5 Punkte geholt. Gegen Manchester ist man ungeschlagen geblieben. Also hier ein Punkt auswärts im Old Trafford. Also es gibt sehr viel Positives. Man hat sich eigentlich sehr wacker geschlagen und glaube auch gute Visitenkarten können abgeben können. Auf diesem Level, auch wenn man jetzt international ausscheidet. Ja, definitiv. Ich glaube, das haben wir in fast allen Spielen machen können. Wo wir vielleicht das einzige Spiel, wo wir nicht chancenlos waren, aber wo wir wirklich schlechter sind, war in Atalanta gegen Bergamo, das erste Spiel. Dort sind wir wirklich viel hinterher gelaufen und haben es nicht so geschafft. Aber in allen anderen Spielen, glaube ich, haben wir unsere Chancen gehabt, um auch ein besseres Resultat zu holen heute auch. Ich glaube, man muss schon sagen, oder man darf auch sagen, dass sie jetzt nicht mit der Bestbesetzung gespielt haben, ganz klar. Trotzdem musst du das erste Mal gegen Manchester auswärts einen Punkt holen, egal wie sie spielen. Das ist in dem Sinne nicht unser Bier, wie sie auflaufen, wie viel sie schonen, sondern wir müssen unser Spiel durchziehen und das haben wir, glaube ich, gemacht. Und darum haben wir zwei Spiele, 4 Punkte gegen ManU geholt und das ist sicher positiv. Und ja, das gibt hoffentlich dann noch so einen Schub für die letzten anderthalb oder knapp 10 Wochen in der Super League. Definitiv. Ich wünsche eine gute Heimreise. Ihr könnt erhobenen Hauptes heim. Und wie du gesagt hast, viel Energie für den Schlusssport in der Liga. Danke vielmals. Merci.